Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und hier sind wir beim letzten Mal stehen geblieben. Das Spiel ist echt wow. In der letzten Folge, dieser Wechsel zwischen Vergangenheit und jetzt war echt krass. Und ja, das Spiel hat ganz schön stark, wie ich es auch schon in der letzten Folge gesagt habe, an Horror für mich zugenommen. Zumindest habe ich jetzt langsam wirklich so ein ungutes Gefühl, hier zu sein. Und nicht mehr unbedingt den Erkundungsdrang. Und ja, jetzt müssen wir halt noch gucken, wie geht es jetzt weiter. Ah, guck mal. Open the lock mechanism. Okay. Kriegen wir das denn jetzt hin? Turn to left, turn to right. Okay, so wie ich das sehe, erst nach links und dann nach rechts, oder? Nach den Bildern? Wenn ich da jetzt mal... Turn right. Okay, das bringt nicht so viel. Okay. Das haben wir noch nicht so ganz verstanden. Müssen wir nach den 6 Leuten gehen? Ist es das Gedicht? Kann ich das Gedicht von hier? Kann ich nicht. Okay. Nach links bleibt es hängen. Nach rechts ist es runtergefallen? Warte mal, wir hatten... Ich probiere mal kurz was aus der Erinnerung heraus, aber ich glaube, das ist falsch. Nee, Moment. Monster vs. 6. Kann es sein, dass wir 6-mal das Ding benutzen müssen? Und zwar immer so, wie das halt... Oh, ich muss die Uhr, den Wecker noch anstellen, dass ich nicht vergesse, wann die Folge vorbei ist. Könnte es sein... Ich guck mal kurz. Load its line to take a break. One cut it and burned by ground heat. Also einmal links, einmal rechts, wenn ich es richtig sehe, oder? Lowered its line. Lockerte die Leine und machte eine Pause. Heißt das, sie ist raus aus der Leine oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich würde ja fast gerne ein Zettel nehmen. Warte mal. Links, rechts, würde ich sagen. One climbed up and get on top. Aber ist immer noch angeleint oder nicht? Links, rechts, links. Links, rechts, links, links. One step break after hard woe. One strap break after hard woe. One snatched away by a crow. Ist das Wegtragen dann rechts? Oh Gott, ich bin echt gerade ein bisschen zu blöde. Warte mal, ich versuch mal. Links. Würde ich sagen eigentlich rechts, weil es runtergefallen ist. Links, rechts, links. Links. Müssen wir mal kurz ausprobieren. Hä? Oh. Mir ist jetzt halt schon wieder vergessen. Ich muss mir das echt aufschreiben. Ich glaube, das war jetzt schon falsch, ja. Ich schreibe mir das mal kurz auf, weil ich mir sonst nicht merken kann. Bis gleich. Boah, wir haben es geschafft, okay. Hat nur, glaube ich, drei Anläufe gebraucht und dann habe ich es, glaube ich, doch ein bisschen verstanden. Aber so richtig auch noch nicht ganz. Nein, ich weiß nicht. Okay, das Tor ist die Tür ist zumindest offen. Jutta! Ich bin so froh, dass du okay bist. Wo sind die anderen? Warst du nicht bei ihnen? Saki? Good grief. Are you okay? Can you stand? Bist okay? Kannst du stehen? Warum bin ich hier? Can I? Ja? Du bist so real. Ich bin so froh, dass du hier bist. Was tust du hier? Es sind die anderen auch hier. Gut, wir sind Zen gefolgt. Kazuki und ich. Zen?
Ich habe ihn mitten in der Nacht diesen Weg lang gehen sehen. Sagte, er wäre jeden Moment zurück. Aber er kam nicht zurück. Deswegen sind wir seinen Spuren gefolgt und, naja, sie haben uns hierher geführt. Aber wir haben ihn noch nicht gefunden. So wie Cirque du Split Up. Deswegen haben wir uns aufgeteilt. Ja, immer eine sehr, sehr gute Idee, sich aufzuteilen. Und Überraschung, ich habe dich gefunden. Bist du allein? Ich habe Yuta gesagt, er soll nach dir schauen. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass das, was wir gesehen haben, der Realität entspricht. Und naja, dann ist Yuta wohl tatsächlich erhängt worden. Yuta, war er nicht bei dir? Ich muss erstmal etwas checken. Ich gehe mit dir. Oh Gott. Okay, wir sind jetzt wenigstens nicht mehr alleine. Und wir können hier speichern. Sehr, sehr schön. Das finde ich gut. So, haben wir jetzt gespeichert? Ich speichere hier nochmal zur Sicherheit. So. Saki, lass uns zum Camp zurückgehen. Ich muss zuerst nach Yuta sehen. Okay. Achso, jetzt wollte ich irgendwie nach oben zu der Treppe da gehen. Ist ja totaler Quatsch. Oh, Moment. All these ruins make you wonder what happened to people who once rode those trains. Ach, Mensch, das gibt's doch nicht. Oh, Moment. Oh, the boulders are pulling up to the ceiling. Oder ceiling? Weiß nicht genau. Ja, da kann man nichts machen. Haben wir irgendetwas? Wir haben noch eine Schere dabei. Mehr aber auch nicht. Ah, hier. Okay. Und da sind wir wieder in unserem schaurig schönen Geisterzug. Kommen wir jetzt durch die Sachen rein? Nein, immer noch nicht. Oh, ich will gar nicht nach Yuta schauen. Okay, das kennen wir schon. Aber ich nehme jetzt fast an, da wir nicht mehr alleine sind, dass wir Yuta da nicht mehr finden werden, oder? Wie seht ihr das? Ich könnte mir gut vorstellen, dass Yuta gar nicht mehr da ist. Was ja nicht bedeutet, dass Yuta noch lebt. Ist da irgendwas, was du mir zeigen willst, Saki? Schon wieder. Du siehst blass aus. Wir sollten zum Camp zurückgehen, oder? Hier sind keinerlei Spuren von irgendwas. Ist das wirklich passiert? Wir können ja mal hoffen, dass es nicht passiert ist, aber... Wie gesagt, ich habe nicht sehr viel Hoffnung. Warte mal, was ich gucken will. Bevor wir, falls wir überhaupt wirklich zum Camp zurückgehen können, ist noch die Frage. Wo war das? Hier. Hat sie es gesehen oder nicht? Okay, hier sehen wir immer noch unsere Puppe. Hat sie es gesehen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht, sonst hätte sie garantiert was gesagt. Okay. Ach so, wir kommen ja hier nicht zum Camp zurück. Das heißt, wir müssen ja durch den gesamten Zug nochmal gehen, oder? Weil da war ja das ganze Gerümpel gerade auf der Straße. Oder könnten wir auch nach rechts zum Camp zurückgehen? Ich weiß es nicht. Na gut, komm, speichern wir nochmal. Ich bin jetzt ein bisschen übervorsichtig. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir hier jetzt rauskommen. Oh. Hä? It's stuck? Schon wieder? Really? It was okay last time. Tja. Irgendwas versperrt das Fenster. Also verdeckt, also wir können nicht rausgucken, warum es nicht aufgeht. Maybe Boulders from the Quake earlier covered this door. Was, ein Erdbeben? Okay, vielleicht irgendwas von dem Erdbeben vorhin, ja, verdeckt halt, verstopft die Tür.
Erdbeben? Wann war das? Was? Hast du das etwa nicht mitgekriegt? Es war zu der Zeit, wo ich dich gefunden habe. Hast du nicht, ja, das Gerümpel im Tunnel bemerkt? Also, im Geben vom, also, um den Tunnel herum. Those two are from the Quake. Okay, diese sind von dem Erdbeben auch. Ja, das hatten wir schon. Kann man gerade gleich gesagt, zweimal. It's odd you didn't feel it. Es ist komisch, dass du es nicht gemerkt hast. I think it's best for us to meet Kazuki now. Ja, wir sollten Kazuki suchen. He's in the sleeping room. Ich hoffe, er schläft da nicht. Also, Kazuki ist im Schlafraum. Na komm, nicht so lahmarschig hier. Ich will dich nicht verlieren. Man, da haben wir endlich eine wiedergefunden. Die möchte ich wirklich nicht verlieren. Schön mitkommen. Los, schneller. ja, komm. Ich weiß nicht, wann wir wieder das nächste Mal speichern können. Deswegen nutzen wir die Gelegenheit. Sag mal, hast du eigentlich die Hand bemerkt? Also, die läuft ja an so einem abgetrennten Arm vorbei und irgendwie scheint sie das nicht so wahrzunehmen. Sleeping? Aber sie meint jetzt nicht die Räume, oder? Das sind ja eigentlich Schlafräume, aber... Ach nee, das war ein Badezimmer. Nee, schon gut. Nee, das wird wahrscheinlich ein eigenes Abteil sein. Ich nehme mich jetzt mal an. Es wäre Quatsch, wenn wir uns jetzt die ganze Zeit hier aufhalten würden. Dieser Speiseraum drüben, weiß ich nicht, ob das Schlafkabinen sind überhaupt. So, erstmal sind wir draußen. Sehr, sehr schön. Wir sind draußen. Oh, können wir nicht für immer hier bleiben? Warte mal. Ja, hier ist auch nämlich Gerümpel vor. Was können wir hier machen? Oh, Train Wings. Moody as well. Better to search for others. Mhm. Na, dann mal rein da. Auch wenn ich gar nicht möchte. It's a toll wreck. It's mostly empty, but there's still one clean towel left. Okay, wir kriegen ein Tuch. Ein Towel. Schön. Haben wir das kiffende Handtuch bekommen? I'm not sure whether prying this door is a good idea. Okay, dann nicht. Hier kommt mal irgendwas vor. Hier können wir nicht rein. Hier aber. Na, kann nicht geöffnet werden von außen. Ich habe Angst, was wir finden. Ich habe wirklich ein bisschen Angst gerade. Vor allem nach dem, was wir jetzt erlebt haben mit Yuta. There, it's a farthest room. Da liegt eine Rose auf dem Boden. Oh nein, renn doch nicht weg. Nein, warte, warte, warte. Oh Gott. Noch ein Erdbeben. Oh mein Gott, Saki. Ach, Kanae. Saki. Lass nicht los! Oh! Mach ich's? Keine Ahnung. Was habe ich jetzt gemacht? Hat's funktioniert? Ich glaube, ich habe das Falsche gedrückt, oder? Ich habe jetzt wirklich die Pfeiltasten gedrückt und nicht... Egal. Hat anscheinend funktioniert. Keine Ahnung, ob ich jetzt... Ich habe halt nicht AD gedrückt, weil ich laufe hier die ganze Zeit mit WASD. Ich habe jetzt wirklich auf die Pfeiltasten gedrückt. Keine Ahnung, ob das was gebracht hat. Danke dir. Kanae. Was war denn das? It was fine just a minute ago. Vor einer Minute war es noch alles gut. Bist du irgendwo verletzt, Saki? Nein, ich bin okay. Was ist mit dir? So gut wie neu. Was ist mit diesem Loch? Es geht endlos in die Tiefe. Lass uns weggehen von hier. Die Animation gerade war auch wieder sehr schön. Oh, schade. Wir haben die ganzen Räume nicht abgeklappert. Wir sind einfach hinterhergerannt. Das ist ein bisschen schade. Was wäre denn, wenn wir stehen geblieben wären? Ich meine, sie läuft dahin. Kam das Erdbeben, weil wir hingegangen sind? Wahrscheinlich. Es werden echt in die Räume vollgehen sollen. Hm. Kazu? Und schon wieder. Keine Ahnung wieso. Wo ist er? Lass uns hier warten. Lass uns hier einfach warten. Oh. No. Wir ruhen uns am besten aus, während wir auf Kazu warten. Oh, die beiden sind echt süß. Oh. Hey, Kanae. Du zitterst. Ach, du hast mich. Oh,
Und ich habe gedacht, ich wäre die Starke hier. Entschuldige. Nein, wieso denkst du so? It come naturally, I guess. Es ist natürlich so, denke ich. Ich war nie allein. Ich war immer von anderen Leuten umgeben. Sie haben immer zu mir aufgesehen, von mir abgehangen. Erinnerst du dich noch, als wir uns das erste Mal getroffen haben? Es war Zen, der gefragt hat, me to talk to you, der mich gefragt hat, ob ich mit dir rede. Zen hat das getan? Ich wusste das nicht. Er hat es dir nie erzählt? Said Richard Guy. He was very careful in approaching you. Well, I might even do the same if I saw a girl like you. Ich würde dasselbe tun, wenn ich ein Mädchen sehen würde wie dich. Oh. Spending her whole time sitting alone by the river. Die ganze Zeit nur am Fluss alleine rumsitzt. Oh, wir waren wohl ein ziemlicher Außenseiter. I envy you. Ich beneide dich? Wofür? Hm? Speaking of which... Saki, you were by yourself for quite a long time back there. Don't you feel scared? Du warst eine ganze Weile still? Warte mal, by yourself for quite a long time back there. Don't you feel hast du keine Angst? Wenn ich an deiner Stelle wäre, wäre ich zusammengebrochen. Meinst du jetzt, weil wir hier alleine waren oder damals alleine waren? Kanae. Es ist okay. Wir kommen hier raus. Zusammen. Ja. Na, ist etwas kälter hier, oder? Kälter? Kälter klingt schlecht. Kälter klingt nach Geister. Hä? A metal necklace with a bronze pendant set on the surface of the bed. Was, da liegt eine Halskette auf dem Bett? Das ist Sens. Hä? Du hast recht. Also war er schon hier. Aber warum ist es hier zurückgeblieben? Ist irgendwas mit ihm passiert? Ich bin mir nicht sicher, aber hoffen wir einfach das Beste. Ja, das ist wohl das Beste, was wir jetzt tun können, glaube ich. Und noch ein Erdbeben. Was ist das, Saki? Nein, es ist nur... Diese Heizkette brennt in meiner Hand. Was meinst du? Das? Sind wir gerade weggeflogen? Ja. Oh nein. Kanae! Kanae! Saki, hörst du mich? Die sieht ein bisschen... Also bei Saki, finde ich, geben sie sich mit den Bildern ein bisschen mehr Mühe. Die hier sieht immer ein bisschen gelangweilt aus. Ja, Kanae, was ist passiert? Ich weiß es nicht genau. Aber da war irgendein Geist, richtig? Oder eine Energie. Ich weiß nicht, ob sie einen Geist gesehen hat. Aber jetzt ist es weg. Aber diese Tür geht einfach nicht auf. Mann, jetzt ist es aber oft, dass man hier rausgekickt wird gerade. Ja, geht einfach nicht auf. That one wasn't ordinary. You should be careful, Saki. Pass auf dich auf. Ja, das sollten wir tun. Was there anything unusual on your side? There's a photo. Have a look. Was, ein Foto? It looks like the spirit from before, if my memory serves me right. Es sieht nach der geisterhaften Energie von vorhin aus, wenn ich mich recht entsinne. If there's anything else I could help, please tell me. I'll be waiting here. Also, wenn sie noch irgendwas für uns tun kann, soll mir Bescheid sagen. Sie wartet. Oh Mann, hier liegt eine Blume. A rose. Haben wir einfach mal eine schöne Rose mitgenommen. Können wir hier noch irgendwas tun? I get you out from there. Ich hol dich da raus. Warte noch ein bisschen. Ist okay, ich vertraue dir. Wow, ja, das... Ich habe sowas schon fast erwartet. Mann, ich... So. Ich wollte nur meine Uhr sehen. Entschuldigt. Ach ja, hier ist ja jetzt ein Loch. Ach, verdammt. A wide gap on the floor. Its depth is beyond light's reach. Was ist das für Geräusche? A faint hole can be heard from below. Ach, das sind die Geräusche, die wir unten raushören.
Mein Kopf, er tut so weh. Okay. Okay, Taschenlampe haben wir noch gut. Was ist das? A loose wooden board is scattered on the floor. Na, wenn wir das nicht benutzen können. Hoffe ich zumindest. Oh, wir haben jetzt richtig viel Equipment dabei. I hope this will be enough. Ich hoffe, das reicht. Ah, es reicht. Ganz ehrlich, ich würde jetzt erstmal rausgehen und speichern, nachdem was hier alles passiert ist. Und ja, ich würde auch die Folge, ja, an dieser Stelle können wir, glaube ich, die Folge beenden. Was war das? Schritte? Huh? Ist da irgendjemand? Ich wollte doch nur speichern und die Folge beenden. Oh Gott, dieses seltsame Geräusch kam von da drinnen, glaube ich. Okay, da hört man ein leichtes Hüsteln. It hurts, medicine please. Medizin sollen wir ihr bringen, einer alten Dame. Ja, nein. Ich hoffe, ich komme zum Speichern. Was war das? Ja, ich frage mich auch langsam, was hier los ist. Ich gehe erstmal raus. Puh. Erstmal eine kleine Verschnaufpause. Die brauche ich jetzt auch erstmal nach dem ganzen Erlebten. Mensch, ich bin mir noch nicht sicher, ob die Geister, die wir zwischendurch sehen, bösartiger Natur sind. Oder ob das nur vielleicht das Mädchen mit den Puppen ist. Oder vielleicht sogar unsere blonde Alice. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was hier die bösartige treibende Kraft ist. Ob es überhaupt eine bösartige treibende Kraft gibt. Das werden wir alles noch erfahren. Aber ja, wie ich schon in der letzten Folge sagte, es zieht an, das Spiel. Es liegt jetzt echt an Tempo zu. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!